Organisch. Okay. Da waren auch die Pilze drin. Silbererz. Da hat der Flexi ja echt gut vorbereitet, muss ich ja sagen. In der Vergangenheit. So. Kabelsatz baue ich mal. So. Und Kupferdraht brauchen wir gerade nicht, aber... zweimal Säurepilz für eine Batterie. Aber wir haben ja Batterien, ne? Was machen wir denn mit den leeren Batterien? Kann man die irgendwo auffüllen später? So, was brauche ich jetzt für den Kompass? Kupferdraht. Ach doch, warte mal. Na, guck mal an. So, jetzt bauen wir uns den Kompass. So, sehr schön. Huch. Ach, guck mal, der ist jetzt da oben sogar. Am Bildschirmrand. In der Mitte. Das ist ja nice. Sehr schön. Wir könnten mal gucken, wir müssten mal irgendwie die Basis ausbauen, dass wir irgendwie auch mehr Energie haben. Mobile Fahrzeugstation, Signalboje. Aber ich glaube, wir sollten vielleicht erstmal weiter erkunden, oder? Warte mal, Luftpumpe, Medikit, Strahlenanzug, Schwimmflossen. 15% mehr Geschwindigkeit, Schwimmgeschwindigkeit, Silikongummi, haben wir das nicht sogar? Habe ich das nicht gerade irgendwo gesehen? Habe ich nicht gerade irgendwo... Oder haben wir die schon? Ach, die haben wir sogar schon. Und den Strahlenanzug haben wir auch schon. Strahlenanzugshelm. Kreislaufluftgerät. Welches ist denn jetzt besser? Ich glaube, beides dasselbe. Ne? Und dann würde ich mal das bei Technik. Vielleicht den Helm irgendwie. Haben wir noch einen Spind, der leer ist? Hier. Weil das braucht ja Platz. Glas haben wir auch. Und den Pilz, warte mal, organisch. Den packen wir mal da rein. Und Glas, würde ich sagen, tun wir auch irgendwie bei Gestein rein, oder? Ja. Hier. Nee. Hier. Ja. So, dann haben wir ja nur das, was wir brauchen eigentlich. Wo sind die Batterien hin? Hatten wir die? Kompass. Ja, okay. Haben wir neu. Haben wir die Batterien nicht im Inventar? Doch, da ist sie ja. 100. Aber ich wollte doch wechseln, ne? Warte mal. Wichtig. Nein. Technik. Ich verwechsel das immer. Ich weiß halt nicht, was wir mit vollen, mit leeren Batterien machen können. Ich werde die mal behalten. Vorsichtshalber. So, Ladezustand 93 und eine volle Batterie immer mithaben, ist immer ganz gut. Und dann würde ich den Spin auch nochmal umbenennen in auch nochmal Technik. Technik bei Technik. So. Ich würde mal eben schnell was trinken. Vielleicht zwei Flaschen. Und vielleicht auch nochmal was essen. Nahrung 75. Nahrung 16. Alter. Behälter wechseln. Wir haben sogar mehr. Guck mal, 104. So, das heißt, wir müssen ein bisschen auf Tour gehen, ne? Wir müssen ein bisschen erkunden. Deswegen, ich würde so sagen, wir reisen mal Richtung Westen und gucken mal, was uns da erwartet, ja? Schauen wir mal. Wir gucken einfach mal. So. Vielleicht finden wir ja... Was ist das hier? Das sieht komisch aus. Wir müssen ja so Fracks... So abgestürzte Fracks am besten finden. Ich nehme mich mit. Okay. Hier ist was. Ja, ja. So, warte. Waren wir schon? Aufschneiden. Okay, wir brauchen auf jeden Fall den Schneider. Den Brisco-Schneider. Ich weiß, dass in diesen Kisten auf jeden Fall auch was war, immer. Ja, ist ja gut, mein Dickerchen. Ja.
Wir sollten vielleicht echt mal gucken, was dieser Laserschneider kostet. Lass wir das vielleicht mal machen. Huch. Ja, ja. Wie 30 Sekunden Sauerstoff. Erstmal Luft tanken. So. Okay. Also brauchen wir Laserschneider und dann Richtung Westen immer. Müssen wir uns mal merken. So. Da wären wir auch schon wieder. Schön unsere Base. So. Dann lass doch mal gucken. Wir brauchen Werkzeuge. Laserschneider. Titan, Diamant und Höhlenschwefel. Zweimal Diamant, einmal Titan und einmal Höhlenschwefel. Zweimal Diamant. Titan und Höhlenschwefel, ne? Höhlenschwefel. Und Diamant. Haben wir Diamant irgendwo? Quarz? Haben wir irgendwo Diamant? Quarz, 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 Silbererz, Gold, Titan. Nein, was mache ich da? Nein, das brauchen wir nicht. Guck jetzt überall mal rein. Technik wird es, glaube ich, nicht sein, ne? Nee. Wichtig ist es auch nicht. Das ist nur Titan. Blei, Diamant. Aber da brauchen wir zweimal von, ne? Ja, wir brauchen zweimal Diamant. Oh, wenn ich jetzt noch weiß, wo man Diamant herkriegt. Okay. Das heißt, uns fehlt einmal Diamant. Verstehe ich das richtig? Ja, uns fehlt einmal Diamant. Jetzt ist die Frage, wo kriegen wir Diamant her? Das war das ja immer. Erstmal die Ressourcen finden, ne? Das heißt, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir irgendwoher Diamant kriegen. Ich würde vielleicht Richtung Westen wieder düsen. Müssen wir mal schauen, ob wir das irgendwo abbauen können, oder? Oder wo wir das herkriegen? Komm her, mein Freund. Bumerang. So. Diamant, ne? Sagst du? Ist das Diamant da? Oder was ist das? Quarz. Ja gut, wir nehmen es mit. Okay. Silbererz, ja toll. Frage ist halt, ist Diamant tiefer? Salzablagerung. Komm her. Da leuchtet auch irgendwas. Was ist das hier? Quarz, ja. Quarz ist schön, ich brauche aber Diamant. Diamonds are forever. Das ist wahrscheinlich alles Quarz, ne? Jo. Das ist alles Quarz. Mann, ist das Quarz. 30 Seconds. Ja, ich bin doch schon auf dem Weg nach oben. Wir müssen halt echt mal gucken, dass wir eine gute Diamantlagerung finden. Also Ablagerung. So. Ja, alles gut. Beruhigen Sie sich, Ihnen wird gleich geholfen. Hui! Diamonds are forever. So, ich wollte Richtung Westen, ne? So ein bisschen.
So, ist hier noch irgendwas Schönes? Alter, wie geil das einfach hier aussieht. Aber unvorstellbar, ne? So halt, dass halt so unter Wasser man immer noch nicht alles erforscht hat, auch in Real Life. Das ist halt so krass, muss das einfach sein, was da unten alles lebt für Tiere und so, die wir gar nicht kennen. Heißt halt, oh, echt nicht mehr, wie Diamant aussieht, ne? Ist das Diamant? Kupfererz, ja, nehmen wir mal mit. Gleich die Taschen voll, wenn wir Diamant haben, gefunden haben. Wetten? Tja. Bist du denn für ein Schöner? Hallo, Tentakel-Heinz. Aber hier unten war doch nicht das Wrack, oder? Aber wir jetzt hier Richtung Westen, da sind wir doch bestimmt schon wieder dran vorbei. Also darunter möchte ich jetzt, glaube ich, nicht. Da geht's, glaube ich, noch tiefer. Ist das Diamant? Lithium, okay. Spezielle Ausrüstung haben wir noch nicht. Da drüben geht's auch noch rüber. Was ist das da? Ist das Diamant? Quarz. Toll. Ja, bin schon am Weg. Hui. Ja, Sonnenlicht. Oh. So weit weg sind wir gar nicht von der Base, ne? Aber es wirkt halt echt so, als wäre man schon Kilometer weit weg. So, dann gucken wir mal, ob wir irgendwo Diamant finden. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Ja. Titan. Ich will kein Titan. Kupfererz. Diamant will ich. Oh, wie Alter, wie geil ist das denn? Das ist Quarz. Alter, wie geil das hier aussieht. Holy shit. Das ist alles Quarz, ne? Mann, ist das Quarz. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Ja. Er verbraucht hier mehr Sauerstoff. Ist mir schon klar. Warte mal, was ist das da? Das ist Diamant. Nee. Marguerite. Latrit. Was? Ich würde halt echt gerne wissen, wie Diamant aussieht. Das ist doch ein bisschen das Problem, wenn man länger nicht gespielt hat. Naja. Aber schön, ganz schöner Krater hier zu sein, wo man hier lang düsen kann. Bist du Diamant? Nee. Verdammt. Ich such Diamant. Und dann liege ich am Strand. Du bist gar nichts? Toll. Da ist eine Kiste. Ist da vielleicht was drin? Toll, Quarz. Oh, warte mal, da liegt was. Ist das? Laserschneiderfragment, aber den haben wir doch schon gescannt, oder? Ach, okay, das haben wir schon gehabt. Was liegt da unten alles? Da muss ich mal hin, warte. Was ist das hier? Salzablagerung, toll. Das ist auch Laserschneiderfragment. Okay, hier ist überall Salzfragment. Ich glaube, wenn das so sandig ist, ist das, glaube ich, alles Salz. Jetzt weiß ich natürlich nur nicht, wie Diamant aussieht. Jo. Ich komme! Sauerstoff tanken. So. Weiter geht's. Wie gesagt, wenn man jetzt noch wüsste, wie Diamant halt aussieht, wäre super. Vielleicht werde ich mich da demnächst mal in den nächsten Folgen mal bemühen, mal umzusehen. Passing 100 meters.
Oxygen efficiency decreased. Jo. Vielleicht auf der Subnautica-Wiki-Seite. Damit wir wenigstens einen Anhaltspunkt haben, wonach wir suchen sollen oder müssen oder können. Vielleicht gibt es ja auch eine gewisse Höhe, die wir müssen, oder Tiefe, wo wir vielleicht viel Diamanten finden. Was war das denn? Okay, bin schon weg. Ciao. Ja, ja. Was ist das hier? Metallschrott. Boah, nehme ich mal mit. Da liegt auch Metallschrott. Weiß zwar nicht mehr genau, wofür wir es brauchen. Alter, wie geil. Boah, ich freue mich schon so in die Tiefe zu tauchen. Ich bin da so gespannt, was da noch alles auf uns wartet. 30 Sekunden. Jo, bin schon auf dem Weg nach oben. Vielleicht finden wir das auch in Hühlen, Diamanten. Da müssen wir mal gucken. Ich glaube, das Problem mit den Diamanten hatten wir, glaube ich, schon mal. Ich meine, ich hätte da gerade eine Höhle gesehen. Ich würde da einmal abtauchen. Biomass in this area is dominated by plant life. Picking up faint or terra vehicle signatures. Okay. Warte mal, hier ist eine Kiste. Was ist das? Das würde ich mal scannen, was auch immer das sein soll. Mobile Fahrzeugstation haben wir doch. Schade. Ich dachte vielleicht. Ist hier eine Höhle? Das sieht nicht sehr höhlich aus. Seegleiterfragment haben wir, glaube ich, schon. Das ist den wir haben. Das ist keine Höhle. Silbererz. Wir müssen auf jeden Fall mal eine Höhle finden, glaube ich. In der Höhle könnte ich mir vorstellen, dass da Diamant gibt. Das ist Salzablagerung, ne? Ja. Okay. Aber wir werden hier bestimmt fündig, was eine Höhle angeht. So. Lup. Wir haben ein neues Notsignal bekommen, natürlich. Aber dem gehen wir erst nach, sobald wir da die Sachen gefunden haben. Das hier eine... Warte mal, das könnte was sein. Sieht so anders aus. Kristall. Toll. Oh, hier ist Gold. Oh, Inventar voll. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Drop das mal. Fallen lassen, fallen lassen, fallen lassen, fallen lassen. Titanenfern war immer wieder finden. Quarz auch. Das gibt's hier anscheinend en masse. Und Salzablagerung auch. Deswegen sollten wir vielleicht mal gucken, dass wir Blei. Ja gut, Blei gibt es glaube ich nicht so viel. Gold. Ja, Gold. Ja, komm. Gold ist ja auch... Gold ist ja auch selten. Ist hier... Blei. Ich habe Angst, dass dieser Dings wieder hier auftaucht. Dieser Selbstzerstörungsfisch. Blei, was ist das hier? Titan. Will ich nicht. Will ich nicht, kriege ich en masse. Okay. War jetzt nicht so erfolgreich. Ist nicht so schlimm. Wir schauen mal, ob wir noch eine Höhle finden. Das sieht da sehr hühlig hier aus. Was ist das hier? Kreaturenei einsammeln. Nee, lass mal, dann kriege ich nachher Ärger.
Kupfererz? Nee. Kupfererz? Nee. Wie gesagt, ich probiere das jetzt einfach. Ich probiere das jetzt einfach aus, ob das hier wirklich eine Höhle gibt, ne? Diamant. Ich weiß es halt gar nicht. Ich habe es jetzt einfach mal so vermutet. Das ist Quarz. Hm. Immer noch nicht. Dann schauen wir mal weiter. Wir werden das schon fündig. Ich denke, dass wir das auf jeden Fall finden werden. Vielleicht nicht hier in dieser Folge, vielleicht ein andermal. Die Zeit wird's zeigen. Ah, jetzt habe ich Silber erst wieder mitgenommen. Gleich ist Inventar wieder voll. Ich weiß es genau. Doch schon fast über 500 Meter weg gewesen von zu Hause, ne? Schon krass, was ist das da? Kreaturenei. Nee, möchte ich nicht. Nachher fühlt sich hier eine Kreatur noch irgendwie geschändet von mir. Deswegen möchte ich das nicht. Titan. Oh, vielleicht sollte ich mal nach oben. Nicht mehr viel Sauerstoff. Hm. Das ist Salzablagerung. Titan. Aber kein Diamant. Okay, wisst ihr was, Kinders? Ich glaube, ich werde jetzt mal eine Folgenpause machen. Und dann schaue ich mal in der Pause mal eben ganz schnell, wo wir Titan herkriegen. Und dann finden wir in der nächsten Folge finden wir auf jeden Fall Titan. Und ja. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geht's hier weiter mit, ja, Captain Flexi hier unter Wasser. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet hier bei Subnautica. Also macht's gut. Ciao.